Gestern kam das neue Pet Simulator X Update raus. Ich und Roblox Felix haben uns das Update sofort angeschaut und hier seht ihr den Stream-Ausschnitt. So, und was ist jetzt draußen? Es gibt Free Gifts, oh mein Gott, kostenlose Gifts. Mastery, 15 Mastery Skills. Einfach so einen Punkt doppelt genommen, danke Preston. Bank History, Steampunk Hoverboard, yeah, das man wahrscheinlich sowieso wieder nicht kriegen kann. 2 New Ranks, oh mein Gott. Collection Tier 6, New Exclusive Egg, New Plushies, Cat Hoverboard. Cat Hoverboard? More Fanart. Willst du mir damit sagen, dass er jetzt extra dafür, dass er mehr Fanart hinzugefügt hat? Das kommt in den Update-Log rein, damit es nach mehr aussieht oder was? Egal. More Diamonds for Robux. Oh mein Gott. Das bedeutet, Inflation steigt. More Sound Effects. Less Lag. Yeah. Und much more. Da steht immer much more, wenn es eigentlich gar nichts mehr gibt. Ja, das sind so Bugs und sowas, die er gefixt hat, dieses much more. Aber tatsächlich, dieses Steampunk-Coverboard kannst du bekommen, wenn du dieses Mastery-Level auf fertig hast. Oh, also das klingt gut. Alles, was hast du für einen fliegenden Teppich? Ich hab den für Top 100 in Leaderboard. Ach so, nice. Warum kann ich mein Mikrofon nicht ausmachen? Ich kann mein Mikrofon auch nicht ausmachen. Ja, aber ich höre dich nicht, also keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt ein Roblox-Bug. Ich denke. Oh mein Gott, siehst du das, Anton? Ich bekomme in 3 Minuten 30 ein neues Skill. Ich in 3 Minuten 34. Loser. Und es sind tatsächlich 3 Stunden für das letzte. Okay, ich guck mal, ob es neue Einstellungen gibt. Nein. Nicht. Aber ich guck mir die Mastery an. Oh mein Gott, ich habe Boosts Mastery schon fast Level 2. Das ist cool, aber ich werde jetzt erstmal mein neues Tier redeemen. Haha. Warte mal, man kriegt Boost Library. Boost Library geht voll einfach nur dafür, dass du Boost am Laufen hast. Boost Mastery? Boost Mastery. Ich habe nämlich noch einen Triple Damage Boost vom letzten Server drin und Boost Mastery geht bei mir ganz langsam hoch. Ja, bei mir auch. Ich habe noch 6 Stunden Triple Damage und 5 Stunden Triple Coins. Ja, dann pack ich eigentlich kann man das ja machen. Und jetzt, wo es so Boost Mastery gibt, komm, ich klatsche mir alle Boosts rein. Alle Boosts einfach für ein paar Stunden rein. Ja, ich habe 800 Triple Damage Boosts. Ich hab Boost Mastery Level 8. Ja, Augenblick. Ich hau mir noch Boost für 24 Stunden rein. Ich werde sowieso in meinem Leben keine 24 Stunden Pet Simulator mehr spielen. Ich schon, aber ich hau mir jetzt gerade so viele super Lucky Boosts rein. Ich mach da jetzt 3-4 Tage daraus. Ich hab 800 Boosts oder so. Ja, also ich hau mir jetzt auch ein paar Boosts rein. Kostet ja nichts. Kostet halt wirklich nichts. Ja, ich hab jetzt Boosts reingeklatscht, noch und nöcher. Ein Tag left, okay. Wir gucken uns einmal kurz. Ja, hier unten steht dreifacher Münzenboost aktiviert. Dreifacher Münzenboost aktiviert. Ja, ich hab's verstanden. Okay, und Boost Mastery habe ich auf Level 14. Level 30 heißt Triple Damage Boost dauern noch länger. Alles klar. Ja. Das ist einfach Perpetuum Mobile. Du musst mehr Boost reinklatschen, um mehr Boost zu haben. Perpetuum Mobile. Okay, komm, ich hau mir da natürlich noch ein paar Super Lucky Boosts rein für 24 Stunden. Guck in Shops oben. Warum denn? Warum? Was ist im Exclusive-Shop? Ja, die Exclusive-Dinger müssen wir uns gleich noch angucken. Ach ja, die sind langweilig, ganz ehrlich. Die gucken wir gleich an. Ich habe sie schon gesehen, aber... Also ich habe 21 Pets equipped und du so? Ich habe 19. Haha. Oh, welches Level ist jetzt mein Boost Mastery? Level 25, hey? Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen mehr Super Lucky machen. 5 Tage ist zu wenig. 5 Tage? Ein Tag ist mir schon zu viel zu klicken. Ich muss mir einen Autoklicker holen und ich mach mal die Sounds leiser, weil die sind jetzt schon ziemlich nervig. Ich hab 400 Boosts jetzt schon reingepackt. Ja, ich hab Boost Mastery 23, das reicht mir jetzt. Okay. Ab diesem ist Pet Simulator X einfach ein Klicker-Simulator. Okay. Wir sind einfach die ersten Menschen, die Boost Mastery abusen. So. Yeah. Achievements, braucht doch keiner. Gibt's ein... Nee. Okay, dann schau ich mir mal den Exclusive Shop oben an. Und es gibt ein neues Exclusive Pet Egg. Und wie viel kostet es mich? Es kostet mich... So wie immer. 800 Robux. Es kostet mich gar nichts, wie es aussieht. Bei mir steht 800 Robux. Bei mir kommt nichts. Ah, jetzt. Ah, Kopf fehlgeschlagen. Na gut, dann nicht. Check mal Roblox Status Server. Ja, es kann gut sein, dass Roblox jetzt wieder Probleme hat. Das könnte gut sein. Aber wir gucken erst in ein paar Minuten nach, ob wir auf öffentliche Server kommen. Ja, ich würde sagen, das passt erstmal so. Natürlich den neuen Code eingeben. Der neue Code ist natürlich ConnyYT. Oh, hat nicht funktioniert. Schade. Und ich gehe... Augenblick. Gibt's hier? Nee, gibt's hier leider nicht. Ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt farme. Golden Eggs Mastery. Also wir müssen... Wollen wir das machen? Also ich farme jetzt. Ich gehe jetzt an die Chest und mache währenddessen Eggs auf. Ich überlege gerade... Oh, diese Boosts, die sollen die Klappe halten. Ja. Wenn ich Soundeffekte ausmache, dann ist das Spiel so leise, aber so...
Gift ist ready. Was? Ich will mein Gift. Und es ist ein Gift. Und mein Gift ist ready und es ist... Ein Gift. Ein Gift. Ja. Ein Lootpack? Ein Lootpack? Ein Lootpack? Ja. Wow. Ich habe einen großen Lootpack bekommen. Okay, ja, ich darf jetzt erstmal warten, was in dem Lootpack drin ist, weil hier steht die ganze Zeit Ultra Lucky Boost activated. Bei mir waren es einfach Wir Trims. Werden bald herausfinden, was in dem Lootpack drin war, Nein, Leute. Ich habe 2 Triple Coins bekommen. Yeah. Okay. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zur Spawn-Welt. Converting Master ist was anderes mit dem Steampunk-Hoverboard. Oh, also es gibt noch ein... Preston hat gesagt, es gibt ein Geschenk, wenn du alles auf 99 hast. Und es gibt Converting Master, dann bekommst du dieses Steampunk-Hoverboard. Was ist Converting Master? Einfach Gold zu Rainbow oder normal zu Gold? Converting Mastery, das kann gut sein. Gucken wir mal nach. Dinge. Ja, Converting Mastery ist Converting Mastery, I guess. Ja. Oh mein Gott, meine Boosts sind immer noch nicht fertig. Wir werden sehen, was Converting Mastery ist. Ich hoffe doch. Ich mache jetzt ein Axolotl Gold. Unlock Mini-Gifts. Was sind Mini-Gifts bei Lootback Mastery? Ja, Converting Mastery ist Sachen Gold machen. Okay. Hast du schon ein Level upgegradet? Ich habe gerade gefailed und habe dafür Converting Mastery bekommen, also. Hey, nice. Oh, ich bin jetzt the very best AG upgraded. Oh mein Gott. So? Oh ja, stimmt. Ich muss auch was abbauen, damit ich the very best werde. I wanna be the very best. Ja! Yeah! Das sieht echt schlecht aus. Das sieht so ja, hässlich. Ja, das ist... Ah. Ja, das ah. ist so gut. Preston, gehen die Gradients aus. Okay, welche Pets brauche ich für die Pet Collection? Alle. Green Cobra. Das ist doch wahrscheinlich alles schon Fantasy World, oder? Dann gehe ich Fantasy X öffnen. Oh, Roblox Felix, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen zu weinen. Für die neuen Rewards. Ich will den neuen Reward haben. Okay, dann sollte er in 1,5 Minuten da sein. Ja. In 1,5 Minuten werden wir weinen. Ja. Wir müssen weinen. Aber wir müssen weinen, Roblox Felix. Okay. Das dauert man kriegt lange. Ich finde das gerade so nicht satisfying, dass man Lootbags dadurch bekommt. Auch hier unten wahrscheinlich Lootbags, bessere Sachen, aber Lootbags? Naja, man muss sagen, du spielst doch dafür nur 10 Minuten oder so, also. Weißt du? In 10 Minuten mache ich mit normalen Farmen mehr Lootbags. Oh mein Gott, Fuchs, wir müssen gleich wieder weinen. Ich weine schon, weil ich ein neues Gift habe. Ich muss weinen. Oh. Obwohl. Oh, Lootbags. Oh mein Gott, ich habe 2 Geschenke bekommen. Das lohnt sich so sehr. Oh mein Gott. 90.000 Gems. Ist so cool. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Weinen für 90.000 Gems in Roblox Pet zum Lauter X auf Deutsch. Ich bin so gut im Weinen. Ja. Bitte, please, weinen. Okay. Hey, guck mal, je nachdem, in welcher Region man sich befindet, wenn man die Lootbags bekommt, kriegt man halt andere Coins. Ist das nicht cool? Das ist immer so, ich weiß. Ja. Aber damit kannst du steuern, wo du ein Lootback haben möchtest. So, Leute, ihr habt mich lang genug genervt. Ich weine jetzt noch einmal. Krieg dann hier die Belohnung. So. Und dann beende ich das Video, denn ich habe genug geweint. Ich habe auch die Pet Collection ziemlich weit vorangebracht. Ich habe so die 150 Pets dazu bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, liked das Video und abonniert auch Roblox Felix. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao.